Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Schlosskonflikt-Video auf meinem Kanal. Ja, heute, man kennt's, Bild, wie spiele ich? Heute soll es um den lieben Obers gehen. Ja, ich sage euch wieder Talent, Wappen, lese euch die Fähigkeit vor und dann gehen wir rein in den Spaß. Gut. Kugeln der Qual. 580% Angriffsschaden an 5 gegnerischen Helden in der Nähe zu und entfernt 100 Energie von ihnen. Reduziert auch ihre Energiegewinnungsrate nur von normalen Angriffen und erlittenem Schaden um 90%, entfernt ihre Buffs für 4,4 Sekunden, Abklingzeit 5 Sekunden. Dieser Held verursacht stumm auf 4 zufällig gegnerische Helden für 3 Sekunden und das alle 5 Sekunden. Reflektiert 50% von allen eingehenden Schaden. Ist immun gegen Betäuben und Furcht. Ja, einfaches Prozedere, maximalen LP und erleidbaren Schaden, um ihn einfach tanky zu machen, heiliges Licht und als Wappen stärken, in dem Fall auf 9, damit er einfach so oft wie es geht prockt und noch ein bisschen tankier wird. Gut, dann wie immer als erster Check Turm Mesa, gehen wir rein. Also Phobos ist wirklich einer der besten Skins, muss ich sagen. Also da hat sich IGG damals selbst übertroffen. Ich finde den super, den Skin. So, rein in die Bücher. Da sehen wir auch schon, wie er direkt die Kugeln schmeißt. Wenn ich mal darüber gucke, liegt es daran, dass ich mir die Aufnahme angucke. Zack. Das Pad, was dabei ist, ist ein bisschen useless, ist aber egal. Ja, hat das solide gecleant. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen spulen. Natürlich, sobald keine Gegner mehr da sind, ist seine Fähigkeit ein bisschen lost. Wir können ja mal die 2 probieren, ob die auch packt. Ich glaube, das wird ein schnelles Video, weil Phobos eigentlich echt stark ist. Wenn man ihn richtig spielt, ist er auf jeden Fall strong. Sein Urgroßonkel. Zack. Ist immer geil, wenn die Bälle auf einmal losfliegen und irgendwas stirbt. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil gegnerische Helden nicht vorhanden. Mal noch eine Stufe draufsetzen. Ja, macht er zwar. Boss hat er easy geklappt. Aber mit dem Rest wird es jetzt ein bisschen schwierig. Könnte es sein, dass er es nicht schafft. Je nachdem, wie fast er nun schlussendlich ist. Positive ist, dass er fliegen kann. Ah, hat er geschafft. Ehrenmann. Gut, dann wieder Zufallsprinzip. Ja, das brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht machen. Zack. Wir wollen ja natürlich auch einen gewissen Anspruch haben. So, Obers. Zeig, was du kannst, Junge. Komm schon. Zeig uns mehr. Ja. Irgendwie ein bisschen wack, ihm dabei so zu gucken. Sind jetzt zwar nicht sonderlich hoch, aber ein 1-Millioner-Crit dabei, gell, also. Oder krepiert er sogar. Ah, mashallah. Das sah gar nicht gut aus. Gut, sliden wir direkt in das nächste. Das ist Arena. So, da brauchen wir die Kandidaten. Zack, zack. So, Obers. Keine Gegner. Rickt. Er prockt halt dann ins Nichts, gell. Ein bisschen useless. Ja. Oh boy.
Noch hält er sich irgendwie. Aber das sieht gar nicht gut aus. Das sieht alles aus, aber nicht gut. Hat er überhaupt wen getötet? Ich glaube nicht. Zack. Ja. Nicht gar so viel. Lazulix. Er zielt auf jeden Fall was ab. Wir sehen, Lazulix ist schon sehr am struggeln. Ja, Lazulix fast tot. Schafft er es? Lazulix mit Revive. Lass ich PvP halt. Er kämpft noch, er gibt nicht auf. Da hat er richtig gut Schaden gemacht. Komm schon. Komm schon. Mit seinem scheiß Revive, gell. Wenn er im richtigen Moment den ADK-Bot zurücksetzen kann, macht er das Ding. Mashallah. Hobos, Alter. Ja. Nein. Oh nein. Jetzt verliert er es trotzdem, weil er alleine nicht genug Schaden macht. Oh, so sad. Oh no. Oh no. Er kann es sogar schaffen. Er wird immer stärker, glaube ich, oder? Skaliert er? Nee. Das war nur Luck, dass er eben 100k plus gemacht hat. Ja, 100k, 113, 104. Ich glaube, jetzt droppt er wieder. Er baut sich so ein bisschen selber auf. Okay. Hallo? Ja. Fazit zu Phobos. Phobos ist ein allgemein sehr starker Charakter, meiner Meinung nach. Und hat, wie gesagt, einfach den besten Skin in-game, meiner Meinung nach. Ja, ist überall eigentlich brauchbar. Finde ich persönlich. ADK-Bar Reduce finde ich sehr gut. Und dass er auch Helden damit trifft und nicht irgendwelche Randy-Einheiten. Das passt ganz gut, würde ich behaupten. Und ich spiele ihn persönlich gerne. Momentan kommt er dennoch nicht so viel zum Einsatz. Aber eine Top-Unit, wer ihn noch nicht hat, holt ihn euch. Es wird sich lohnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Schlosskonflikt-Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.